Ich weiß nicht. Laufen wir doch mal weiter. Was ist denn das hier für ein Muster? Gold. Also Gold. Lapislazuli. Diamant. Glowstone. Grüne Wolle. Eisenblock. Rot. Die Wolle. Yay. Ich bin gerade weg. Ich finde dich nicht mehr. Hä? Du warst gerade eben noch vor mir. Ja. Warte mal, ich such dich mal. Ich bin bei dem großen Clock Tower. Oder was denn? Okay, komm, ich bin da etwas von entfernt. Gut, lauf da mal hin. Dann findest du mich. Ich weiß ja nicht mal, in welche Richtung du gerannt bist. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hingucken muss, um dich zu finden. Jedenfalls steht. Wundern, wenn ich gerade leise bin, gell? Nö, du bist nicht leise, also. Weil sonst kann ich nicht finden. Du bist nicht leise, also man hört dich laut und deutlich. Jedenfalls ich höre dich laut und deutlich. Okay. Das ist ein SpongeBob Ananas, glaube ich zumindest. Also ich finde dich nicht, warte mal. Ich würde sagen, wir geben beide Slash Spawn ein. Nee, warte. Also ich bin hier bei so vier riesigen schwebenden Köpfen, wo drüber ein Schild ist mit Future Mine und bei den Skins, wo wir gerade im Schatten sind. Kann man sich nicht auch porten zu jemanden? Ich glaube, das geht doch. Deswegen habe ich ja eben schon gemacht. Achso. Du musst CP Accept eingeben. Ja, okay, warte, ich mach. Slash TP. Wo haben wir's? Da. Warte kurz. Bereit? Nee, noch nicht, warte. Ja, okay, ich muss nur eine Taste drücken. Jetzt kannst du. Okay, ab. Na, da bist du schon. Gut, da. Hi. Guck, ja. Hier war ich. Ja, ich war irgendwo ganz da hinten. Ah, okay. Ja, ich stand... Also, gerade eben standest du ja noch da hier, wo du gerade warst, und ich bin ja hier zur Mitte gerannt. Und hab mich dann hier zu hingestellt und bin im Kreis gesprungen. Yay! Genau, ich geh mal in den Turm. Gibt's aber Schönes? Auf jeden Fall gibt's hier Leitung zum Hochgehen. Was ist denn das? Zur Mall. Wie zur Mall? Hä? Kapier ich nicht. Zur Mall. Achso, das ist halt nur, dass da hoch zur Mall geht. Ich habe eine Truhe gefunden, die ich öffnen kann, aber das ist drinne. Ja, ich weiß, die Truhen hier kann man, glaube ich, öffnen. Die geht auch zu öffnen. Was ist da denn? Spendenkisten sind das, du. Logisch, dass man die öffnen kann. Oder denkst du, jemand soll spenden, der die Kisten nicht öffnen kann? Hey, oben ist ein Jump'n'Run. Glaube ich zumindest. Weil hier sind halt so ein Slab mitten in der Mitte und halt Zäune. Aber ich glaube, das liegt auch nur daran, weil hier halt... Gut, vergessen wir den Jump'n'Run. Hier ist kein Jump'n'Run. Sah nur so aus wegen hier dem... Weil ich halt dann auf die Zäune kommst. Springen kannst. Lol, kein Fallschaden. Ja. Aber kein Potion. Also, dass man keinen Fallschaden kriegt. Ganz nett. Was denn hier? Ich häng fest in einem Loch. Ah ne, geht's hoch. Hä, war das hier auf der anderen Seite auch? Ja. Das haben sie wohl öfters hingemalt. Und das sein, wenn sie da Bäume reinmachen, das sieht gut aus. Ja, das würde dann schön aussehen. Ich weiß nicht so richtig, was es darstellen soll. Es sind halt so Zäune mit drei Dispensern drin. Hier, genau hier. Nein, die sind gesichert. Hier sehen wir jetzt die Bäume drin. Sieht ganz schön aus.
dich gepäht? Eigentlich nicht. Warte. Bei mir bist du gerade einfach so verschwunden. Achso, ja, warte. Du brauchst einfach nur nach oben zu drücken. Ja, ich weiß, es ist ja ganz leicht. Wo haben wir es? Da. Gut, bitte. Ah. Warte, ich speichere mir auch mal ein, dass ich dich ganz schnell suchen kann, also dass ich zu dir komme. Warte, T, TP. Wie wird dein Name geschrieben? Mal überlegen kurz. Warte, ich stelle mich vor. Nee, warte, steht da. Det. Ah, danke. Gut. Und Player. Nee, warte, das war falsch. Ich hab det pla r geschrieben. Ich hab das Y vergessen. Und da ist es schon. TP det player. Und noch verschieben. Nee, das geht gar nicht. Ich bin so schlecht in Englisch. TPA, gell? Gut. Ich bin das gewöhnt vom nicht auf Servern spielen mit nur DP. TPA, Dead Player. Suchen. Gut, jetzt habe ich beides drin. Einmal halt zu den Portman, einmal. Ich auch. Halt akzeptieren. Was ist denn das? Eine riesige Ananas. Das SpongeBob's Ananas. Yeah. Ist da bei dir eine Katze? Zufällig. Nein, ganz zufällig nicht. Ich höre immer so ein komisches Miau. Aha. Nee, ich habe keine Katze. Hund vielleicht? Ja, aber der ist draußen. Gut, ich habe keine Ahnung, welche. Zelle Nummer 3. Ach so, ich glaube, die eine, das ist ein Gefängnis. Zelle Nummer 2. Zelle Nummer 1. Was ist denn das? Zelle Nummer 8. Ah. Ja. Die andere, das ist eindeutig ein Gefängnis, glaube ich. Ich gehe mal ganz hoch. Ah. Das ist sehr tief, wenn man in die Mitte runterfällt. Und ich bin ganz oben. Welche Zelle gibt's denn hier? Zellen ohne Beschriftung, ja klar. Oder? Zelle Nummer 17. Okay. Das ist die größte, also die höchste Zellenzahl. Oder nicht? Ich mach mal so einen YOLO-Sprung jetzt durch die Mitte runter. Yay! Au. Ich hab's geschafft und bin fast tot. Denn ich hab kein Essen mehr. Soll ich dir Äpfel geben? Ich hab noch welche. Warte, wo ist die Tasse da? Kuh. Hier die ganze Zeit. Brauch nur zwei. Okay, dann gib mir ein paar wieder. Weil ich hab jetzt nur noch drei. Und das reicht nicht mal, um mein Leben, also meine Hungerleisten noch aufzufüllen. Nein, ich brauch noch einen. Nee, doch nicht. Gut. Waffen, Leute. Was? Waffenladen, okay. Gehen wir doch mal hin. Einfach mal den Weg folgen. Was? Mall? Warp House. Genau. Gehen wir doch mal hin. So, was haben wir auf der Seite? Geschlossen. Egal, die Tür ist auf, wir können rein. Yay! Erst Aufruf des Namen vortreten. Ach so, das ist irgendwie, Wollen wir zur PvP-Burg? Wo ist die? Sag mal. Du musst in das Warphaus direkt gegenüber von dem Haus. Wo du drin warst. Ja, stopp. Ja, da rein. Warte. Bei mir kam gerade die Nachricht, dass mein Laptop kaum noch Strom hat. Deswegen mache ich mal kurz. Ja? Hast du gerade einen Piepton gehört, zufällig? Nein. Okay, bei mir kam der. Wird man auch ganz sicher in der Aufnahme hören. Okay. Ist jetzt der Turm hier? So. Yay, PvP.